Muss man wirklich mal mehr angewöhnen, mit der Starsa zu kämpfen. Ah, schade. Schade. Na gut, aber so konnte man auch mal benutzen. Auch nicht verkehrt. Flam! So, jetzt nach oben. Könnt ihr jetzt da vorne nochmal um die Ecke schauen? Oh, hier haben wir nochmal eine Sicherung, die wir rausnehmen können. Das ist gut. Wahrscheinlich werden wir hier hinten auch. Ich habe es. Bin ich felsenfest der Meinung, dass du gleich hast. So. Na, das runter mit dir. Aber jetzt mal ohne Käse. Lass uns doch mal über die Synchronstimme von dem Typen reden. Die ist doch irgendwie so ein bisschen. Wieso kriegt er jetzt hier los Maul? Das ist doch so. Na, wo bin ich? Richtig! Na, willst du nochmal probieren? Dankeschön! Für so eine kopflose Leiche, die da gemacht, ey. Und er ist stolz drauf. Ja, dafür kann ich mir jetzt aber hier schön das Gesundheitsgel geben. Schön. Ja, oder wie er sagen würde, schön. Die ist halt einfach so ein bisschen drüber, so von der Tonalität her. Oh nein, so ein Explosivteil. Das wäre auch schön. Eine Kiste. Oh, da oben ist auch noch eine Kiste. Bada bam, bada bum. Okay. Den Injector nehmen wir. Oh, wir machen ein Schraubenschlüsselchen. Und lass mich raten. Schade. Okay, also man muss wirklich aufpassen, dass er den Elektroschocker immer rausholt, irgendwie nicht während des Ausweichens rausholt. Das ist nicht gut. Da ist er dann zu langsam und ist angreifbar. So, was haben wir denn hier noch alles, was ich nicht mitnehmen kann? Ein bisschen Revolver-Munition und hey, das Ding ist leer. Ich freue mich. Schön. Also die haben halt Teufel kommt raus und die versucht ihm irgendwie so eine richtig knallharte Stimme zu geben und ihm so einen richtig harten Motherfucker zu machen. Oh, mega eine Aufnahme, Alter. Und Tschüssikowski. Und auf Wiedersehen. So, wer bist du? So, cashmäßig läuft, muss ich sagen. Hol immer noch ein bisschen meinen Hammer nach. Der Hammer hat es voll gebracht. Ah, mal irgendwo ein bisschen duschen gehen, das wäre jetzt auch. Okay, ich laufe mal erstmal ganz kurz bis zum Ende. Vielleicht versteckt sich dort noch eine Kiste. Oder eine Tür, die verschlossen ist. Durch den Kabelbaum. Okay, jetzt. Nein, jetzt echt weiter. So. Ich dachte so, oh nein, Point of No Return. Okay, aber wir müssen anscheinend erstmal hier vorne rein. Es wäre sträflich, das zu umgehen. Ist der Nummer 6. Sieht nach einem ziemlich großen Kampf hier nicht aus. So sollte ich zur Kuppel kommen. Ich muss mir den Tank klären. Nur den Tank leeren. Ah ja. Und dann die Leiter hoch zur Zugangsluke. Elias, hast du's bald? Jawohl, bin gleich fertig. Aber zuerst muss ich dieser Wache den Koch machen.
Okay. Verweigert. Okay, der Schlüssel fehlt. Den Wärter suchen. So, ne, dann suchen wir mal den Wärter, den Elias hier schon ein bisschen perforiert hat, hoffentlich. Okay, hier ist wieder ein explosives Gefäß. Wahrscheinlich werden wir. Hier wird auf jeden Fall ein Kampf am Start kommen. Das ist halt. Das steht fest. Das ist eine Patrone, die ich nehmen kann. Da ist noch ein Injector. Der ist voll. Mann, Mann, Mann. Ja, das kann ja lustig werden. Stille. Und was steht da? Cut off the limbs. Death is coming. Und 5 Euro ins Phrasenschwein, bitte. Immer noch voll. Energieumwandler kann ich nicht nehmen. Kiesel. Was haben wir denn, hier? Ah, oh, guck mal hier, den Akku. Den kann man noch benutzen. Den ziehen wir rein. Oder auch nicht. Schade. Dann lassen wir den los. Ich bin fort mit dir, kleiner Akku. Komm her. Geldbringender Energieumwandler. So, aber ansonsten ist hier aber auch kein Wärter zu finden. So, hier werden wir jetzt wahrscheinlich wieder in die Halle kommen. Ja. Alles klar, dann ist hier vorne noch eine Tür, die werden wir mal kurz uns angucken. So, hallihallo und ein Drucker, wie geil. Schön. Oh, das ist doch cool. Spinne und kleine Spinne. Freie Auswahl. Freie Auswahl. Verkaufen, verkaufen. Und wir holen uns die Boomkugeln. Ach, ich freue mich. Ich freue mich. Cool. Nice. Guck it, Baby. So, dann haben wir jetzt aber einen amtlichen Ballermann. Der gute Lawgiver. So, Augenschauf, du brauchst deine Waffe. Ja, wahrscheinlich. So, jetzt könnten wir hier nochmal schauen. Ja, komm, für 300. Pimpen wir ein bisschen noch hier unseren Elektroknüppel. Ich finde eine coole Idee. Haben sie schön gemacht. So futuristisch. Revolver Munition. Was ist denn das? Fragezeichen eigentlich. Wo ich hinkomme. Egal. Ja, tatsächlich ist. Dadurch, dass ich jetzt halt mit diesem Stase-Handschuh noch nicht so kämpfe, irgendwie neige ich erstmal den ein bisschen zu vernachlässigen, so mit dem Cash. Blockbrecher. Bricht den Arm eines Angreifers. Wenn sie den Nahkampfangriff eines Officers blockieren, ohne so verantwortungsvoll anwenden. Das wird das nächste Ding sein. Für 900. Befehl nicht erkannt. Ja, ja, ich weiß, 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 weiß. Okay, gut. Denn. Waffe, die mit alternativen Feuermodus aufgewertet wurde, bieten eine höhere Feuerkraft, verbrauchen jedoch mehr Munition. Drücke und halte die rechte Maustaste, um die Zielvorrichtung zu verwenden, und drücke die mittlere Maustaste, um den stärkeren alternativen Feuermodus der Waffe zu benutzen. Okay, also rechte Maustaste und mittlere Draht. Da muss man jetzt natürlich aufpassen, dass man da nur drückt und nicht irgendwie scrollt, weil ansonsten benutzt du halt den Stase-Handschuh. Das ist natürlich, da muss man ein bisschen aufpassen. Mal gucken, ob ich das in der Hektik hinkriege. Wie ich mich kenne, denke nicht. So, Gesundheitsgel. Das naschen wir. Hier haben wir noch Revolvermunition. Sehr schön. Noch mehr Revolvermunition. Oh. Alter, wer bist du? Bist du der komische Officer? Bist du der Droide, den ich suche? Der ist eingesponnen. Mmh. Mmh.
Oh nee, Alter. Oh, ist das mies. Ach komm, Kumpel, befrei dich. Oh, ja, er ist immer noch am Leben. Shoot the tentacles. What? So, halt deine rechte Maustaste drückt. Okay. Okay, er hat 5 Schuss auf immer Freigelegte Tentakel verursachen Mutationen bei Gegnern. Ach, nicht so geil. Tentakelmutation. Freigelegte Tentakel sind eine Warnung, dass die Gegner kurz davor sind, zu einer stärkeren Form zu mutieren. Mutierte Gegner haben mehr Gesundheit und stärkere Angriffe. Sehen auch wirklich echt mies aus. Schieße auf die freigelegten Tentakel, um die Gegner schnell zu töten. Stampfe auf Gegner auf dem Boden, um sie zu verhindern. Um zu verhindern, dass sie weiter mutieren und wieder angreifen. Okay. Und wie viel haben sie bei? Oh, 24 nur, ist doch nicht dein Ernst. So, jetzt ist natürlich aber die Revolvermunition relativ wichtig. Das war davon auch ein bisschen befinden, wenn ich hier ständig mit den Explosivschüssen unterwegs bin. So, na dann schnippel die Schnippel. Oh, interessant, dass du das wenigstens rausgenommen hast. Danke, irgendwie. Also beim Menschen muss ich das jetzt noch nicht sehen. So, wir hatten ja tatsächlich noch von Ramon Salazar, oder wer hieß, Bruno, nee, wie ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, Bruno Verenos, hat man da was gefunden? Da hören wir uns mal kurz das Protokoll an. So, hundertprozentig haben wir jetzt einen fetten Battle hier vorne in der großen Halle. Es würde mich wundern, wenn nicht. Wo ist der Kumpel hin? Wo ist er hin? Die Mütze, mein Freund! Einen neuen Scheitel ziehen! Er ist kurz davor zu mutieren! Ja, ist man tatsächlich jetzt ein bisschen unter Zeitdruck sogar irgendwie. Cool. Das gefällt mir gut. Also nicht, dass wir unter Zeitdruck sind, aber... gibt wieder ein bisschen mehr Würze, weil irgendwann wird natürlich immer der gleiche Gegnertyp irgendwann so ein bisschen langweilig irgendwie. Ja. So, na denn, leer mal den Tank, mein Bester. Okay, jetzt lass uns den Tank leeren. Säuberung gestartet. So geht das. Alarm ist nie gut. Säuberungsprozess läuft. Was zum... Oh shit. Achtung, Anomalie erkannt. Oh.
Okay. Ah, das ging noch. Aber es war nicht dein Zeit. Oh shit, da hinter mir. Hinter mir, der Penner. Ja, klettert sich scheiße ohne Arme, du Penner, wa? Muss da wieder runterkommen. In your face, mother... Eine Krampfader, ey. Säuberung abgeschlossen. Zugangsluke geöffnet. Leitersteuerung bitte aktivieren. Schön, schön. Machen wir das mal. So, das Coole tatsächlich, muss man sagen, an dem Spiel ist ja eigentlich, dass es ja eigentlich ein Gefängnisausbruch ist. Also ein Gefängnisausbruchspiel. Finde ich ganz nett. Ja! Mach zu, Dick! Mach zu! Füllt sich das Ding wieder? Drucktest abgeschlossen. Torventil wird geöffnet. What? Nicht dein Ernst. Füllt er sich wieder? Oh, no. Ich denke, die Luke wird nicht ewig halten. Einfach nicht auf. Das stinkt. Ah, genau. Ja, sei mal froh, dass deine Klamotten wieder halbwegs. Ach Gott, und der nächste scheiße Tunnel. Es ist doch nicht wahr, ey. Nicht da was? Gehen wir kurz hin. Ja, es hat doch was glänzend. Oh, nicht wenig, ne? Munition und zweimal Munition. Schön. Das nehme ich dankbar an. Und weiter geht's. Gut. Geh ich eben hier lang. Zählt auch zu den Soundtracks. Abgeschlossen, Torventil wird geöffnet. Torventil. Holy moly. Nein. Oh, nicht doch. Okay, alles klar. Na, mal schauen, nicht, dass ich jetzt hier noch wegen ditche. Was ich bestimmt tue. Eieiei. Na. Oh! Ich seh nicht, ich seh nicht! Ja! Okay. Komm, wir schauen! Ja, das Ding hätten wir jetzt fast nur in Scheitel gezogen. Spinnenbeben! Ich hab's im Gesicht! Alter! Oh, längste Wasserrutsche der Welt! Nein! Okay. Oh, das ist ja mal finster. Echt jetzt? Double? Oh! Nein! Oh! Come on! Oh shit! Tot! Man, du bist tot! Ich! Bitte nicht! Ich sehe nichts! Ich sehe überhaupt nichts! Ich bin am Arsch! Nest! Nest!
Oh Gott, Igitt! Was? Verschwinde! Hau ab! Mann, hau doch ab! Da hast du... Du Schwein! Nein, 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 nein! Greif die Scheißkette! Kipp ihm! Kipp ihm! Mies! Hau ab! Ja, er hat sich auf jeden Fall sein Freischwimmerabzeichen verdient. Das steht mal so weit von fest. Das gibt's ja gar nicht. Hätte ich jetzt noch nach unten gucken können und da irgendwas mit dem Handschuh holen können? Wahrscheinlich nicht. Alle Knochen hat er sich gebrochen. Alle Knochen. Aber es ist halt Mann mit Bart. Unbesiegbar dadurch. Bart macht einfach untouchable. Ohne Paddel. Schön. Na, die werden auch wieder eine Höllenfreude gehabt haben, irgendwie die Achievements zu kreieren. Komm, dann nennt man mal total beschissen. So, kann ich überhaupt mal. Nee, kann ich nicht mehr. So, dann würde ich einfach mal ihn nehmen. Und wir schnappen uns hier mal ein. Okay, hier ist nichts. Ob wir irgendwo noch einen anderen Spin finden? Irgendwas? Ja, da drüben sind noch ein paar Sachen. Da müssen wir noch schnell durchs Wasser warten. Patronen? Oh, bitte, nein, ich bin voll. I'm full. Naja, dann wissen wir ja, was passiert. Bye bye, Akku. Und Energiewandel geschnappt. Sind wir da durch? Nein, nicht. So, ich hoffe, dass mich das jetzt natürlich in die ganz unmittelbare Nähe des Habitats gebracht hat. Diese lustige Wildwasser-Rafting-Tour hier. So, mein Freund. Das war ziemlich unkontrolliert. Muss man ganz vorsichtig zu sagen. Ich muss wirklich echt aufpassen, dass die Leute sich nicht, dass sie nicht mutieren. Durchknacken? Ja! Geil! Wir sind im Habitat! Das ist ja der Hammer! Das ist ja jetzt nicht... Biotop. Genau, deutlich, Mann. Ja, wie es was hier alles mutieren kann.
Ich sehe die Bahnstation auf der anderen Seite. Wir treffen uns dort. Nicht so schnell. Siehst du das Gebäude Sauerstoffverarbeitung? Da drin ist eine Sicherheitsstation. Du musst da rein und die Abriegelung der Kuppel aufheben. Vorher kann ich die Bahn nicht reinfahren. Ich dachte mir schon, dass da noch was kommt. Kann denn nicht mal irgendwas einfach sein? Warum muss denn nicht immer alle zu so einer übelsten Scheiße ausarten? Ach Gott, nee. 100% ist hier auf dem Kopf bei. Okay, also er fackelt nicht lang. Oh, einfach knallhart weggeballert. Tatsächlich habe ich den Roboter jetzt überhaupt gar nicht bemerkt. Hurra. Jetzt kommt er, ne? Ich hab keine Deckung, kein Nichts, Alter. So, man könnte sich mal den Spaß machen und könnte einfach mal runterlaufen. Und mal gucken, ob irgendwo hier was drin ist. Wunderbar. 100% ist hier irgendwo was drin. Aber kann auch. Oh, nee. Wir lösen mal einfach aus. Wir lösen mal gucken. Okay, da kommt der. Oh, ich guck nie rüber. Okay, das Ding ist verschlossen. Ist mir wurscht. Ist mir einfach total egal, dieser ekelhafte Scheiß. So. Er kann auch nicht laufen. Ja, er kann nicht rennen auf diesen hässlichen Feldern. So, ist das hier besagte Dingensbummens? Hm, okay. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Tja, es ist jetzt besser, den Roboter sofort auszuschalten. Wäre wahrscheinlich das Beste, ne? Würde mich aber wieder eine Menge Munition kosten. Na gut. Hochklettern? Nee, kann ich auch nicht hochklettern. Was soll der Quatsch? Genau, ist einfach so, wenn er da langläuft. Knall ich ihn ab! Kann ich wenigstens hier ein bisschen in Ruhe schauen. Achso, er läuft. Waffen sofort! Folgefehler erkannt. Denn so. Abgeschaltet. Eigentlich dachte ich, dass er vorne langläuft. Na gut. Nein, er kann sich nehmen. Nein. Doch, indem ich jetzt nochmal einmal heimnehme. Und? Hast du keine Lust? Dankeschön. Tatsächlich reagiert hier die Spielfigur manchmal so ein bisschen komisch. Die Entschlüsse nehmen. Achso, wir haben ihn. Schön. Alles sieht so ein bisschen zittrig aus um uns herum. Ach Gott, dann ist das so verändert hier. Ach. Einfach nur eklig. So, der Technikraum ist zu.
wo ist denn da? Ist da runter? Nee, ist einfach nur eine niedrige Ebene. So. Okay, wir sind tatsächlich von hier gekommen. Ich sag ja, Orientierungs-Spasti. Steve ist ein Orientierungshirni. Oh, du kannst auf diesem Gladitsche nicht rennen. Mist. Oh. Okay, erstmal jetzt den Zisten zerstören. Man weiß ja nie. So, die Tür ist verschlossen. Warum komme ich hier nicht rein? Was fehlt mir?